Seit 2014 gibt es das Präventionsnetzwerk Ortenaukreis. Ziel ist die Förderung der körperlichen und seelischen Gesundheit sowie der sozialen Teilhabe von 3- bis 10-jährigen Kindern und ihren Familien im Ortenaukreis. Wir machen eine große Pause, wirklich eine halbe Stunde, wo die Kinder hier am Teewagen sich bedienen können oder das Schulobst. Das Netzwerk will durch Kooperationen, Fortbildungen und Netzwerkprojekte bessere Bedingungen für alle schaffen. Regionale Präventionsbeauftragte sind Ansprechpartnerinnen für Fachkräfte aus dem Gesundheits-, Jugendhilfe- und Bildungssystem. Mein Name ist Tanja Musler und ich bin die regionale Präventionsbeauftragte im Präventionsnetzwerk Ortenaukreis und bin für die Raumschaft Aachen tätig. Ich bin Claudia Ohnemus, ich arbeite als regionale Präventionsbeauftragte und ich bin zuständig für die Region bzw. Raumschaft in Laa. Mein Name ist Michaela Tisch. Ich bin für zwei Raumschaften tätig, zum einen für die Raumschaft Haslach und zum anderen für die Raumschaft Kiel. Mein Name ist Sarah Henschke, ich bin die regionale Präventionsbeauftragte der Raumschaft Offenburg. Also es ist eine Raumschaft, die aus ganz vielen großen Gemeinden, kleineren Gemeinden besteht und auch aus größeren Städten. Der Ortenaukreis ist der flächengrößte Landkreis Baden-Württembergs. Mit vielen ländlichen Gebieten, aber auch größeren Städten wie Laa und Offenburg. Hier im Landratsamt sitzt der Projektverantwortliche Ulrich Böttinger, der PNO mitentwickelt hat. Das Präventionsnetzwerk Ortenaukreis ist praktisch als Folge der frühen Hilfen entstanden. Und dann tauchte die Frage auf, naja, die frühen Hilfen, die funktionieren ja so wunderbar. Warum geht es eigentlich nur bis 3 Jahre? Und das Interessante war, dass die Frage nicht nur bei uns in der fachlichen Seite aufgetaucht ist, sondern dass auch unser Landrat, der sehr die frühen Hilfen auch unterstützt, mal gesagt hat, naja, sowas wie die frühen Hilfen müsste auch oberhalb von 3 Jahren eigentlich geben. Und das Ziel ist eben, dass der Ortenaukreis damit praktisch eine kommunale Gesamtpräventionsstrategie aufbaut, von der Schwangerschaft bis zum 10. Lebensjahr. Das soll natürlich dann auch noch weitergehen, aber jetzt geht es mal schwerpunktmäßig, diesen Gesamtaltersbereich damit abzudecken und verschiedenen Präventionsbereiche miteinander in Verbindung bringt. Die Auswirkungen des Projekts auf Einrichtungen und Fachkräfte, aber auch auf die Familien und Kinder sollen nachprüfbar erfasst werden. Es handelt sich um ein Praxisforschungsprojekt. Am Zentrum für Kinder- und Jugendforschung der Evangelischen Hochschule Freiburg leitet Professor Fröhlich Gildhoff die wissenschaftliche Seite. Das war unsere gemeinsame Idee und wir haben dann die Aufgaben geteilt. Praktische Umsetzung im Ortenaukreis, wissenschaftliche Begleitung und Evaluation durch das Zentrum für Kinder- und Jugendforschung an der Evangelischen Hochschule. Für PNO konkret ist es so, dass wir insgesamt 6 Mitarbeiterinnen, alle auf Teilzeitstellen arbeiten. Wir sind alles wissenschaftliche Mitarbeiterinnen mit Masterabschluss, die zum Glück relativ eigenständig arbeiten. Wir haben regelmäßige Teambesprechungen, wir haben regelmäßige Strategiebesprechungen. Wissenschaft ohne Praxis wird nicht sehr viel für die Praxis helfen. Praxis ohne Wissenschaft kann gut sein, kann aber auch wichtige Dinge übersehen und kann vielleicht zu Fehleinschätzungen kommen, weil einfach es nicht genug evaluiert, betrachtet und gemessen wird. Es geht nicht darum, dass sozusagen am Anfang des Projekts und am Ende des Projekts irgendwas gemessen wird, sondern dass während des Projekts der Austausch stattfindet, dass Adaptionen stattfinden, dass Weiterentwicklungen noch während des Projektverlaufs stattfinden. Damit ist gewährleistet, dass die Forschung das untersucht, was in der Praxis wichtig ist. Und damit ist auch ein Stück weit gewährleistet, dass die Praxis sich auch daran orientiert, was einfach Stand der Forschung und Wissenschaft ist. Wir haben überlegt, dass wir für die Workshops, dass die sich anmelden, dass die quasi immer eine Favorit anmelden können. Eng mit Ulrich Böttinger zusammen arbeitet Angela Schickler. Sie ist die zentrale Präventionsbeauftragte des Netzwerks. Meine Aufgabe ist die Steuerung der kreisweiten Strategie im Präventionsnetzwerk Ortenaukreis. Das heißt, ich bin zuständig für das kreisweite Netzwerk, das heißt für die
Personen, die auch kreisweit agieren, also aus Gesundheitssystem, Jugendhilfesystem und Bildungssystem. Ich bin auch zuständig für den Präventions- und Gesundheitsbericht, wo es darum geht, Bedarfe einfach auch zusammenzufassen, zum Beispiel aus Studien, die bestehen, oder Erhebungen wie die Schuleingangsuntersuchung. Und ich bin auch der Dreh- und Angelpunkt von dem gesamten Präventionsnetzwerk, weil bei mir im Prinzip alle Fäden so zusammenlaufen. Zentraler Bestandteil des PNO ist die Zusammenarbeit mit Akteuren aus den Bereichen Gesundheit, Jugendhilfe und Bildung. Zweimal im Jahr findet auf Kreisebene die Präventions- und Gesundheitskonferenz statt. Hier stellen Praktiker und Wissenschaftler des PNO diverse Projekte und Zwischenergebnisse vor. Sprich, das sind so ein paar Ideen, die mich so beschäftigen. Ich sage es jetzt nur mal, keine Ahnung, aber wo ich so ein bisschen denke, was man vielleicht als wichtige Punkte mit in die Zukunft nehmen kann. Also eine gute Mischung zwischen individueller und infrastrukturell ausgerichteter Prävention. Es findet ein Austausch mit und auch zwischen Mitarbeitern von PNO, Erziehungsberatungsstellen, Kinder- und Jugendpsychiatern, Ärzten und Psychotherapeuten, Jugendamt, Schulamt und Schulen und Kindertageseinrichtungen statt. Bei Vernetzung geht es darum, dass man sich kennt, dass man eine Beziehung zueinander aufbaut, um vor allem Synergien zu schaffen, Ressourcen zu bündeln, die gemeinsam abzurufen und damit auch schnellere Wege, kürzere Wege, effizientere Wege zu schaffen, dass wenn im Bedarfsfall irgendwie mal eine Kooperation erforderlich ist, dass auch entsprechende Ressourcen, die vorhanden sind, abgerufen werden können. Schön, dass Sie mich heute besuchen kommen. Nehmen Sie auch gerne Platz. Vielen Dank. Auch Gespräche mit Einzelnen sind wichtig, um Bedarfe oder auch Good-Practice-Beispiele im Ortenaukreis zu besprechen. Was ich eben dann im Kleinen und im Individuellen tue, ich glaube, das tut das Präventionsnetzwerk eben im Großen und Generellen. Und dafür sind wir Kinder- und Jugendärzte sehr dankbar, denn alleine wären wir da auch auf völlig allein gelassenem Posten. Heute besucht Angela Schickler den Sprecher der Kinder- und Jugendärzte im Ortenaukreis, Dr. Wössner. Wir Kinderärzte sind natürlich in sehr engem Kontakt im Täglichen mit den Kindern und ihren Familien und deshalb sind wir schon mit sicher vor allem auch in Kindergärten und Schulen an vorderster Stelle, um Probleme auch zu erkennen, gezielt anzusprechen und eben auch gezielt Lösungen zu suchen. Da bin ich eben Teil eines größeren Ganzen, die sich um körperliche und seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen kümmert. Und das, glaube ich, kann man auch nur in einer Vernetzung leisten, da eine optimale oder möglichst optimale Versorgung auf den Weg zu bringen. Das ist sicher aus meiner Sicht eine große gesellschaftliche Herausforderung, die Lebensbedingungen von Kindern und ihren Familien immer mehr zu verbessern. Die Anforderungen nehmen immer mehr zu. Deshalb, glaube ich, tut es gut, dass auch die Unterstützung umfassender und größer wird. Hallo Leonidas, grüß dich. Es ist ein großes Ziel des PNO, über die Unterstützung der Fachkräfte und die Netzwerke auch die Familien zu erreichen. Dadurch, dass aber die Komplexität des Alltagslebens und natürlich auch die Mischung der Herkünfte und der Vorerfahrungen der Menschen in unserem Land durch Migration und andere Prozesse natürlich immer variabler und vielfältiger wird, ergeben sich auch immer mehr Herausforderungen. Und dann hatten wir eben im vergangenen Jahr die Situation, dass sehr viele Menschen mit Fluchthintergrund hier angekommen sind, mit schwierigen, dramatischen Erfahrungen, natürlich jetzt mit der großen Problematik hier der Integration. Und die Kinder sollen ja auch gleich was Gutes in Kindertagesstätten und auch in Schulen. Und die Fachkräfte haben sich zum Teil überfordert gefühlt, wie können wir jetzt damit umgehen, wie können wir die Kinder gut bei uns in den Alltag integrieren und so weiter. Und da haben wir dann sehr schnell gehandelt und haben gesagt, okay, da gibt es einen Bedarf. Das hat sozusagen was auch mit sozialer Teilhabe zu tun. Da bieten wir was an und entwickeln dann sehr schnell ein Curriculum und eine Handreichung für Kindertageseinrichtungen zum Umgang mit Familien mit Fluchthintergrund. Und es ist auch gut, dass wir natürlich von den finanziellen Möglichkeiten in so einem Projekt auch einfach die Möglichkeit haben, damit ein bisschen zu jonglieren und auf solche aktuellen Bedarfe zu reagieren. Um auf solche aktuellen Probleme aufmerksam zu werden, ist der direkte Kontakt in den Raumschaften mit Einrichtungen und Fachkräften besonders wichtig.
Das gehört zur täglichen Arbeit der regionalen Präventionsbeauftragten. Also ich bin dafür zuständig, die verschiedenen Fachkräfte aus Gesundheits-, Jugendhilfe- und Bildungssystem miteinander zu vernetzen. Und aktiv bin ich im Gespräch mit den Bildungseinrichtungen, also mit Lehrkräften, mit Erzieherinnen, mit Schulleitern und von Grundschulen und Sonderschulen und Kindertageseinrichtungen und Horte. Und da bieten wir den Fachkräften oder den Einrichtungen Organisationsentwicklung an und Schulentwicklung, um die Fachkräfte weiterzubilden. Und meine tägliche Arbeit, ich fahre natürlich zu den Einrichtungen, ich begleite die Einrichtungen, ich bin mit den Einrichtungen im Gespräch, wie laufen die Prozesse, welche Bedarf haben sie in der Kindertageseinrichtung oder in der Schule, wie können wir ihre Fachkräfte möglichst zum Thema Gesundheitsförderung und Prävention ausbilden. Guten Morgen, hallo. Ja, schön. Gut. Ja. Und Ihnen? Auch, danke. Gut. Sie sind schon fleißig hier am Frühstück, sehe ich. Bei mir kommen dann die Bedarfe an, also die Fachkräfte rufen an. Es kann aber auch mal sein, eine Erzieherin, die anruft und fragt, ach, wir haben ein Thema mit herausforderndem Verhalten oder wir haben sexualpädagogische Prävention. Wo müssen wir denn hin, um einen Referent zu erhalten? Haben Sie vielleicht eine Anlaufstelle? Oder wie komme ich ins Gespräch mit dem Jugendamt? Was muss ich da machen? Also es sind so ganz viele verschiedene Fragen, die eingehen und ich spinne dann quasi die Netze aus. Auf Setting-Ebene, also für Schulen, Kitas und andere Einrichtungen, hat das PNO drei Säulen. Die Vernetzung, den 18-monatigen Prozess der Organisations- bzw. Schulentwicklung, mit dem sie sich zu einer gesundheitsförderlichen Einrichtung qualifizieren. Des Weiteren kurze, bedarfsorientierte Fortbildungen mit derzeit 6 Themen, die sich aber je nach Bedarfen immer weiterentwickeln. Glück gehabt, passt auch alles rein. Habt ihr schon Hunger? Ja. Ja, was gibt's heute? Gesundes Frühstück. Themen der Fortbildungen sind Resilienz und soziale Teilhabe, Umgang mit herausforderndem Verhalten, Zusammenarbeit mit Eltern sowie der Umgang mit Familien mit Fluchthintergrund, aber auch Fach- und Lehrkräftegesundheit. In der Organisationsentwicklung kommen noch Bewegung und gesunde Ernährung hinzu. Diese Kita steht noch am Anfang ihres Weges im Präventionsnetzwerk. Aber schon jetzt hat sich einiges bewegt. Ich finde es sehr faszinierend, weil so kenne ich das nicht. Mit einem Buffet, wo sie so entlang laufen. Also wir haben unsere gesunden Frühstücke, die wir früher nicht so regelmäßig hatten, einfach jetzt in einen regelmäßigen Turnus verwandelt. Wir sind auf dem Weg zu schauen, wie können wir auch in unserer großen Einrichtung mehr Ruhe und angenehmes Miteinander schaffen. Dadurch, dass wir sehr, sehr viel Lautstärke auf dem Haus haben, durch diese hohen Räume, durch diese weiten Räume auch. Und da ist es uns einfach wichtig, wie empfinde ich den Körper, wenn es auch einfach mal still ist? Kann ich Stille überhaupt aushalten? Was macht Stille mit mir? Um dass die Kinder erleben können, dass auch Stille gut tut. Ja, wir treffen uns jetzt im Zwischengespräch, weil ich einfach mal gern wissen wollte, wie denn der Prozess bisher läuft. Ja. Und es wäre gut, wenn Sie einfach ganz kurz erzählen könnten, ja, wie Sie jetzt angefangen haben, was sind die Stolpersteine. Mhm. Ja, genau. Also im Moment läuft es bei uns sehr gut. Mhm. Die regionale Präventionsbeauftragte bleibt in engem Kontakt, um Fortschritte zu dokumentieren und gegebenenfalls weitere Bedarfe zu erkennen und aufzunehmen. Daneben wird jede Ebene und jeder Prozess des PNO vom Zentrum für Kinder- und Jugendforschung begleitet und wissenschaftlich immer wieder evaluiert. Wir gehen nicht in die Kindergärten rein und sagen, wir haben dieses Ziel, setzt das mal um und erreicht das Ziel, sondern es geht ja darum, dass die Kitas selber ihre Strukturen anschauen und schauen, wie können wir das Thema Gesundheitsförderung und Prävention in unserer Einrichtung so einsetzen oder so umsetzen, dass wir die ganze Einrichtung stärken, die Fachkräfte, die es an die Kinder transportieren und darüber auch in die Familien. Neben den Angeboten für Bildungseinrichtungen bietet das PNO auch Netzwerkprojekte an. Dabei werden beispielsweise Kitas und Sportvereine vernetzt und andere lokale Kooperationen angestoßen. Ich begrüße Sie ganz herzlich heute zum dritten runden Tisch des Präventionsnetzwerks Ortenaukreis. Ich finde es schön, dass wir da so viele von Ihnen anwesend sind. Auch auf regionaler Ebene ist Vernetzung ein zentrales Anliegen des PNO. In jeder Raumschaft finden regelmäßig runde Tische statt.
Sie bieten den regionalen Funktionsträgern und Kooperationspartnern aus Bildung, Jugendhilfe und Gesundheitssystem eine Plattform, sich über relevante Themen auszutauschen, sich miteinander abzustimmen sowie die Aktivitäten vor Ort bedarfsgerecht zu koordinieren. Die Beratungsstelle und die Fachstelle Frühe Hilfe nimmt regelmäßig am runden Tisch PNU teil. Wir halten das für ganz wichtig, dass wir die Akteure, die sich in diesem Netzwerk treffen und miteinander zusammenarbeiten, wir gehören dazu, wir wollen alle kennen und wir wollen das Angebot kennen der verschiedenen Akteure. Und es ist immer einfacher, mit Menschen in Kontakt zu kommen, wenn man sie von Angesicht zu Angesicht kennt. Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Haslach gehört zum Jugendhilfesystem und arbeitet eng mit der regionalen Präventionsbeauftragten zusammen. Zu uns kommen Familien, Eltern, aber auch Kinder und Jugendliche direkt. Alle Personen, die Kinder haben oder Kinder betreuen. Und das Anliegen sind meistens Fragestellungen, Probleme, die sich ergeben aus dem Leben mit Kindern und aus dem Leben von Kindern. In den letzten Jahren fällt mir auf, dass die Anforderungen an die Familien immer komplexer, immer schwieriger werden. Es gibt eine unglaubliche Anforderung, Kinder müssen überall erfolgreich sein, das wollen die Eltern, aber das wollen auch die Institutionen. Die Familien sind mehr belastet, Krankheit, Arbeitslosigkeit. Und da ist es wichtiger, dass man ganz frühzeitig Unterstützung in dieser komplexen Situation leisten kann. Und das PNU, das Netzwerk, das hat da einen wichtigen Part, weil es schon tätig wird, bevor irgendwas passiert und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Pünktlich zur Halbzeit des Projektes hat die erste Schule den Prozess der Schulentwicklung erfolgreich abgeschlossen und das Thema Gesundheitsförderung nachhaltig im Alltag verankert. Die Schule hier hat Resilienz, seelische Gesundheit und Lebenskompetenz als vertiefenden Baustein gewählt. Und man sieht jetzt hier eben auch im Hintergrund die praktische Umsetzung, nämlich die Kinder lernen, auch hier jetzt im Sportunterricht fließt das Thema auch mit ein. Nämlich mit dem Schwungtuch wird einfach auch gezeigt, wie die Kooperation zwischen den Kindern klappt. Vorhin kam auch mal das Kommentar von der Lehrerin, oh, seid ihr mutig, nämlich das gehört auch zur seelischen Gesundheit, zur Resilienz dazu. Das macht die Kinder eben auch stark. Und auch das gerade das Beisammensein, die Kooperation, das Zusammenspiel miteinander, das sind alles Dinge, die zum Thema Resilienz dazugehören. Und das sieht man jetzt hier auch wirklich in der Praxis, was wird im Unterricht dann auch wirklich angegangen und umgesetzt. Wir sind seit 1,5 Jahren mit dem PNO-Programm dabei und entwickeln seither die Schule und haben die verschiedenen Fortbildungen, Bausteine und Prozessbegleitungstermine durchlaufen. Ich würde es auf jeden Fall wieder machen, denn zuallererst hat es im Kollegium was verändert. Es hat nämlich unseren Blick geschärft für die Kinder und wir sehen jetzt ein bisschen genauer hin oder erkennen Dinge auch früher und die Kinder haben zu uns auch ein anderes Verhältnis gewonnen. Auch die Zusammenarbeit mit Eltern und deren Feedback ist im PNO sehr wichtig. Bekommen Sie jetzt als Eltern zu Hause da was mit? Also zu Hause auch, weil so Probleme wäre anders gelöst. Es wäre doch erst Gespräch gesucht und die Probleme wäre versucht zu lösen. Sie versuchen sie. Sie versuchen. Ja, das ja. Ist ganz wichtig. Ja, und ich habe auch bis jetzt nur Positives von den Eltern gehört. Schön, gut. Das Kollegium hat sich in 6 Weiterbildungsbausteinen praxisorientierte Methoden und passgenaue Maßnahmen auf neuesten wissenschaftlichen Grundlagen erarbeitet. Begleitet wurden sie dabei von Tanja Musler vom PNO und von ihrer Prozessbegleiterin Stefanie Schopp. Heute geht es ja nochmal darum, den Prozess zu reflektieren. Warum haben Sie teilgenommen? Wie war das für Sie? Was war gut und was war doof? Die Prozessbegleiterin ist heute ein letztes Mal an der Schule, um den Prozess zu beenden und auch Hilfestellungen für die Zukunft anzubieten. Dann folgt die feierliche Übergabe des offiziellen Zertifikats.
Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Und bitte schön. Herzlichen Glückwunsch. Ziel der Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung ist die Sicherstellung der Übertragbarkeit des PNO und der Verfügbarkeit der Ergebnisse für andere Regionen. Zu diesem Zweck werden sämtliche Ebenen und Prozesse an der Evangelischen Hochschule Freiburg wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Was wir grundsätzlich versuchen zu machen, ist nicht nur eine rein summative Evaluation, also dass wir vorher und nachher irgendwas testen, sondern wir gucken uns auch ganz genau die Prozesse an, um den Zusammenhang zwischen möglichen Veränderungen und dem, was auf Prozessebene läuft, hinzukriegen. Und von den Forschungsmethoden ist es, dass wir sowohl mit quantitativen Verfahren, also Fragebögen, als auch dann mit qualitativen Verfahren, Interviews, Gruppendiskussionen, Dokumentenanalysen arbeiten. Also das ist schon auch ein Methodenmix und ein Kombinationsdesign. Es werden sowohl die Wirkungen des Projekts als auch die stattfindenden Prozesse untersucht, um von der Arbeit der Präventionsbeauftragten, dem Funktionieren der Netzwerke bis hin zur Wirkung auf die Kinder und Familien alles wissenschaftlich aufzuarbeiten. Auf der Ebene der Organisationsentwicklung, also der Entwicklung in den Kindertageseinrichtungen und Schulen, haben wir auch Fragebögen, also standardisierte Instrumente für die Pädagoginnen. Wir machen zusätzlich noch Gruppendiskussionen mit einem Teil der Pädagoginnen und Einzeldiskussionen, insbesondere mit den Leitungen. Und gehen auch auf die Ebene der Kinder, führen Tests mit den Kindern durch. Also zum Beispiel, wie entwickelt sich der Selbstwert der Kinder oder wie entwickelt sich das Selbstkonzept der Kinder. Weil unsere Hypothese oder unsere Hoffnung ist natürlich, das, was wir hier oben machen, das muss dann letztlich auch auf der Ebene der Kinder ankommen. Das PNO leistet damit einen Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion und liefert Erkenntnisse zur Umsetzung einer Präventions- und Gesundheitsförderungsstrategie. Doch wie wird es nach Ablauf des Projektzeitraumes weitergehen? Für uns im Ortenaukreis, denke ich, wird es darauf hinauslaufen, dass wir eine kommunale Gesamtpräventionsstrategie von der Schwangerschaft bis zum 10. Lebensjahr damit sehr gut aufbauen können und dann, denke ich, auch nachhaltig erhalten wollen und werden, wage ich mal die Prognose, und die dann auch noch weiter ausbauen. Über den Ortenaukreis hinaus glaube ich schon, dass es Impulse setzt, dass Prävention und Gesundheitsförderung früh Sinn macht und gelingen kann. Zur Halbzeit des Projekts wurden über 90 Bildungseinrichtungen weitergebildet. Das Netzwerk mit dem Ziel, die körperliche und seelische Gesundheit sowie die soziale Teilhabe von Kindern im Alter von 3 bis 10 Jahren und ihren Familien zu fördern, ist auf einem sehr erfolgreichen Weg. Musik